Freitagabend 19.30 Uhr in der Regionalliga Nordost. Geht in Zwickau-Eckersbach das Flutlicht an zur Regionalliga-Partie zwischen den FSV Zwickau und der BSG Chemie Leipzig. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir uns gleich wieder dem Spiel widmen, möchte ich die Fußballromantiker unter euch für eine kleine Reise mitnehmen. Ich habe eine kleine Überraschung parat, wenn ich schon mal in Zwickau bin, dann möchte ich euch auch das Westsachsenstadion nicht vorenthalten. Ja, wenn man so will, die ehemalige Spielstätte des FSV Zwickau hier im Westsachsenstadion, natürlich jetzt auch in der Zwischenzeit schon etwas umgebaut, damals natürlich ohne Kunstrasen, ich glaube mit Laufbahn, aber ohne den beiden Feldern hinter dem Tor. Sehr markant natürlich hier auch dieses Gebäude und vor allem die Flutlichtmasten. Große Fußballspiele haben hier natürlich auch schon stattgefunden. Der damalige Vorgänger des heutigen FSV Zwickau, die BSG Sachsenring Zwickau, empfing hier in ihrer Europapokalsaison 1975-76 niemand geringeren als den schottischen Vertreter von Celtic Glasgow. Und über 40.000 Zuschauer waren hier hinter mir im weiten Rund. Einfach beeindruckend. Heute wird das Stadion für den Breitensport und wie man jetzt auch gerade gesehen hat, für das Training der Jugendmannschaften genutzt. Aber offizielle Spiele des FSV finden hier nicht mehr statt. Wirklich auch richtig cool. Also ich finde dieses Gebäude sehr klasse. Erinnert mich ein kleines bisschen an diesen, ja, Glockenturm ist es nicht, aber an dieses Gebäude vom Stadion des FC Bologna. Ungefähr 2010 wollte dann auch der Verein das Stadion auf Vordermann bringen, wollte es auf eine Kapazität von über 15.000 Zuschauern auch erweitern. Die Umbaumaßnahmen begannen und irgendwann hat man festgestellt, dass es kostentechnisch einem auch etwas vielleicht über den Kopf wächst. Ein paar Gutachten gab es irgendwie, habe ich gelesen, die ganzen Baukosten hätten nach oben getrieben, sodass man sich letzten Endes für einen gänzlichen Neubau entschied und somit gegen eine Sanierung des Westsachsenstadions. Alles, was natürlich hier noch an ein typisches Stadion von früher erinnert, hat man der Natur zurückgegeben. Die Ränge wurden zurückgebaut, damals meines Erachtens auch noch mit so Stahlrot-Tribünen. Ansonsten jedoch noch gut erhalten die Anzeigetafel von früher. Ich habe noch einen kleinen Sprung gemacht innerhalb Zwickaus. Wenn wir schon der Stadiongeschichte des FSV auf die Spuren gehen, dann darf das Sportforum Sojus 31 natürlich auch nicht fehlen. Hier im Sportforum absolvierte der FSV seine Heimspiele damals während der Umbauphase des Westsachsenstadions und des Neubaus der GGZ Arena. Bis 2016 hieß man hier die Gastmannschaften willkommen oder auch nicht. Auch ich möchte meinem Bildungsauftrag nachkommen. Und euch natürlich gerne erklären, warum, weshalb Sojus 31. Sojus 31 war damals der Name des Raumschiffes, das Richtung Weltall aufstieg und einen ganz besonderen Insassen mitnahm. Und zwar war das der deutsche Astronaut, Raumfahrer, wie man will, Sigmund Jähn. Nach ihm wurde diese Sportanlage hier benannt. Aber so viel zur Geschichte der Zwickauer Spielstätten. Wir gehen jetzt in die GGZ Arena, weil das ist ja letzten Endes der Spielort, weshalb ich heute hier bin und wo der Flutlichtkracher zwischen FSV Zwickau und Chemie Leipzig gleich angepfiffen wird. Bei der Gelegenheit natürlich gleich noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn euch das Video jetzt schon gefällt, lasst gerne ein Like da. Und natürlich würde ich mich auch über ein kostenloses Abo freuen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und ja, ein kostenloses Abo ist kostenlos, weil es kostet nichts. In der von den Zwickauer Fans ins Leben gerufene Kampagne Fußball gehört den Fans, ja, kann man fast schon sagen, setzen sich die Fans für den Erhalt ihres Vereins ein. Die 7 Jahre dritte Liga taten, glaube ich, dem FSV auf Dauer gar nicht so gut, weil es eben schwierig ist als kleiner Provinzverein. Und das kann man, glaube ich, im Vergleich zu vielen westdeutschen Vereinen auch so sagen, ohne das abwertend zu meinen, ist es, glaube ich, ganz einfach schwierig, wirtschaftlich in einer dritten Liga auf Dauer zu überleben. Dazu kam natürlich auch noch der sportliche Abstieg jetzt in der vergangenen Saison, was ja, irgendwo erhebliche Verbindlichkeiten hervorgerufen hat. Um die kurzfristig anfallenden Verbindlichkeiten in Höhe von 750.000 Euro zu begleichen, stand natürlich gleich ein Investor parat, der das Ganze natürlich nicht ohne einen gewissen Eigensinn hinter der Sache in die Hand genommen hätte. Beispiele von 1860 München, Alemannia Aachen, 1. FC Kaiserslautern,
haben, glaube ich, in der Vergangenheit gezeigt, dass solche Aktionen nicht immer ein Segen sein müssen. Und somit haben sich die Vereinsverantwortlichen des FSV und die Fanszene gemeinsam überlegt, was sie für einen Plan für die Rettung ihres Vereins auf die Beine stellen können, und kamen somit zu einer Crowdfunding-Aktion, bei der sie 500.000 Euro sammeln wollten. Das Founding-Ziel wurde dann jetzt auch 4 Tage vor Ablauf der Kampagne erreicht. Sensationell. Ich habe es immer mal über die sozialen Medien, sage ich mal, verfolgt. Es ging ja quasi auch an keinem Fußballfan so richtig dran vorbei. Ganz Fußball-Deutschland hat sich im Wesentlichen natürlich mit Privatpersonen daran beteiligt, um dem FSV dieses Spendenziel zu erreichen. Und somit bleibt jetzt zum Schluss lediglich die Hoffnung, dass damit dem Verein zumindest auf kurzer Sicht erstmal der Spielbetrieb erhalten bleibt und alle offenen Verbindlichkeiten erstmal getilgt werden können. Um auch wieder etwas erfreulichen Drive reinzukriegen. Die Zwickauer haben natürlich nochmal alle Kanäle benutzt, um das Flutlichtspiel heute Abend zu einem echten Kracher zu machen. Man hofft, dass das Haus ausverkauft wird mit knapp 10.000 Zuschauern. Ich glaube, 1.800 gingen nach Leipzig. 8.500 waren gestern auf Zwickauer Seite verkauft. Also es verspricht, glaube ich, ein kleiner, geiler Fußballabend zu werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich in der GGZ Arena. Da die Heimkurve der Zwickauer, die Gäste aus Leipzig auch schon, ja, würde ich sagen, zahlreich angereist. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Partie. Viel Spaß mit der ersten Halbzeit. Den da gezogen. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, nach 25 Minuten haben wir langsam auch ein Spiel. Wie gesagt, Ränge absolut top. Weiter. Halbzeit. Ja.
Halbzeit in der GGZ-Arena. Leider noch 0-0. Beide Mannschaften, ja, mit ein, zwei kleinen Torchancen. Weiß ich nicht, ob es da vielleicht sogar einen Elfmeter für Zwickau hätte geben können, müssen. Egal. Wichtig ist, was auf dem Ring passiert. Da ist mächtig was los. Echt top. Jetzt noch ein paar Tore und dann wird das ein absolut gelungener Freitag. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Jetzt noch ein schnelles Bier und dann geht's weiter. Ich finde, von beiden Vereinen in die zweite Halbzeit. Zwickau natürlich maximal kreativ. Fußball gehört den Fans und ja, Chemie hat ja das Stadion mal kurz zum Leuchten gebracht. Sehr geil. Oh ja, da war auf alle Fälle eklig geschossen, aber scheinbar dann hier ein Foul am Hüter, weshalb der Schiri abgepfiffen hat. Aber guter Freistoß. Wow, der Winkel war zu spitz. Schade, schade. Oh, sensationeller Schuss, aber auch stark gehalten. Sensationell gerettet. Chancen im Überfluss und das Ding will nicht rein. Chemie jetzt hier wirklich gerade im 1-0 etwas näher als Zwickau. Aus dem Spiel ist gegangen unsere Nummer 33, Marc-Philipp Zimmermann. Dafür neu auf dem Spielfeld die Nummer 28. Sieger! Sieger! Sieger!
Somit endet das Spiel leider mit einem 0:0. Also die Ränge, die jeweiligen Fans haben das Resultat auf dem Platz definitiv nicht verdient. Ich glaube, für Chemie war ein kleines bisschen mehr drin. Wie gesagt, der Elfmeter vielleicht in der ersten Halbzeit. Für Zwickau noch, naja, so sei es. Ich bin wieder fantechnisch voll auf meine Kosten gekommen. Absolutes Feuerwerk hier abgebrannt, heute in der GGZ Arena. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt dem Video gerne ein Like. Ihr wisst, gern kostenlos abonnieren. Und was habe ich jetzt neulich gelernt? Was ist, wenn man in den Spiegel guckt? Richtig, man sieht sich. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Bis bald. Ciao.